In Prag entsteht beim Entwicklerstudio Gold Knights gerade das Action-Rollenspiel The Last Oricru. Es ist das erste Projekt für das inzwischen rund 40 Mitarbeiter starke Team und es setzt auf ein ungewöhnliches Setting. Hier wird nämlich Mittelalter-Fantasy mit Science-Fiction vermischt. Auf dem fernen Planeten Vardinia stehen sich dabei drei Fraktionen gegenüber. Die ordnungsliebenden und herrschenden Naboru, die von ihnen versklavten Rattenwesen und die Armee der Broken. Die Welt selbst ist von majestätischen Burgen, dicken Mauern und hohen Türmen geprägt. Nach und nach wird man aber immer mehr Zukunftstechnologie begegnen, die von den Bewohnern Vardinia allerdings als Magie interpretiert und auch genutzt wird. Auf diesem Planeten strandet nun der Erdling Silva in einer Kryokapsel und kann sich zunächst mal ganz klassisch an kaum was erinnern. In der Rolle von Silva ist es nun eure Aufgabe, euch zwischen den Fraktionen zurechtzufinden und mehr über die ungewohnte Umgebung und über euch selbst herauszufinden. Die Welt und die Geschichte könnt ihr dabei mit euren Entscheidungen beeinflussen. There are different endings for the game. There are different stories of each character, so they can evolve differently in the game. They can survive or not to survive in many cases. So yes, the game is very dynamic, or the game structure is very dynamic, which doesn't mean that it's somehow generated. As I said, it's fully written. It's basically fully scripted, but it's a huge dynamic tree where your decisions can lead you to different branches of this tree, and obviously different endings of the whole conflict and of the game. Eure Entscheidungen wirken sich also maßgeblich auf das Überleben wichtiger Charaktere aus, bestimmen, welche der drei Fraktionen siegreich aus dem Konflikt hervorgeht und führen euch auch zu einem von mehreren möglichen Enden. Gleichzeitig soll es so auch einen Anreiz zum erneuten Durchspielen geben, auch wenn ihr dabei wohl nicht auf einen New Game Plus Modus hoffen könnt. Beim Kampf ist in The Last Oricru gekonntes Angreifen, Blocken und Ausweichen gefordert. Zum größten Teil werdet ihr das Spiel trotz Science-Fiction-Einflüssen mit Nahkampfwaffen bestreiten, egal ob mit Schwert und Schild, Doppelklingen oder einem schweren Zweihänder. Eure Ausrüstung lässt sich zudem upgraden, sodass ihr etwas länger Spaß mit liebgewonnenen Items haben könnt. Nichtsdestotrotz werdet ihr im Spielverlauf immer stärkere Waffen und Rüstungen finden, die euch im Kampf dann einen Bonus verleihen und sicherlich auch in den Bosskämpfen helfen. Zudem geht The Last Oricru in manchen Aspekten den Souls-like-Weg, lässt also Gegner nach dem Speichern beispielsweise wieder auferstehen und statt auf eine weitläufige Open World setzt der Titel eher auf eine geführte Spielerfahrung, die allerdings nicht so gnadenlos wie in manchen Souls-Titeln werden soll. We want to have a game for both action and classic RPG players, let's say. So we need to find a way how they can also enjoy interesting story and interesting world without being super skilled. Einige schwere Herausforderungen sollen sich also durch Story-Entscheidungen lösen lassen, denn die Geschichte ist den Entwicklern wirklich wichtig. Im optionalen Koop-Modus gibt es deshalb auch eine Einschränkung für den zweiten Spieler. Der darf nämlich keine Dialog- und anderen Handlungsentscheidungen treffen, sondern steuert nur so eine Art holographische Kopie des Hauptspielers. Ob es auch einen Online-Modus geben wird, konnten die Entwickler übrigens noch nicht bestätigen. Bis zum Release dauert es aber auch noch ein bisschen. The Last Oricru soll 2022 für PC, PlayStation 5 und die neuen Xbox-Konsolen rauskommen.